Der Audi Star Talk aus dem Audi Forum Neckarsulm. Und hier ist er. Herzlich willkommen im Audi Star Talk. Dietmar Hopp, guten Abend. Wenn ich es richtig recherchiert habe, haben Sie etwa 2/3 Ihres Vermögens in Ihre Dietmar Hopp Stiftung eingebracht und haben damit fast 300 Millionen Euro mittlerweile für wohltätige Projekte sozusagen, vor allem hier in der Rhein-Neckar. Metropolregion, wie Sie es gerade genannt haben, untergebracht. Und das hat dann manchmal auch Konsequenzen, die sehr interessant sind. Nämlich ziemlich genau vor einem Jahr, an Ihrem 70. Geburtstag, wurde Ihnen, das muss ich echt ablesen, das kann man sich kaum merken, das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Das ist eine der höchsten zivilen Auszeichnungen, die dieses Land überhaupt zu vergeben hat. Sie haben es bekommen wegen Ihrer besonderen Verdienste auch um die Gemeinschaft. Und dazu möchte ich Ihnen auch an dieser Stelle, ich glaube auch im Namen von uns allen, nochmal herzlich gratulieren. Großartig. Würden Sie sagen, wenn man an seinem 70. Geburtstag so eine Auszeichnung bekommt, das ist so ein bisschen auch der Höhepunkt eines erfüllten Lebens? Ich denke schon. Und ich habe mir auch vorgenommen, beim 70. Geburtstag, nicht wegen dieser Ehrung, sondern weil ich irgendwo jetzt mal versuche, in den Ruhestand zu kommen, den einen oder anderen Gang zurückzuschalten. Das klappt aber nicht so, ne? Ja, es klappt nicht hundertprozentig. Man kann natürlich das, was man angefangen hat, nicht liegen lassen. Das mache ich weiter. Weiterhin setze ich mich ein für die Stiftung, weiterhin setze ich mich ein für den Fußball. Ich setze mich ein für die vielen jungen Unternehmen, die ich unterstütze im Biotech-Bereich. Aber Neues habe ich mir vorgenommen, nimmer anzufangen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ja, umso glücklicher bin ich, dass Sie heute hierher gekommen sind. Das ist schon mal ganz gut. Ja, und wir wollen jetzt mal gemeinsam Sie auch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben einen schönen Film, glaube ich, gemacht, der uns den Menschen Dietmar Hopp doch näher bringen wird. Es mutet an wie ein Biotop. Ein Ort, der immer noch nicht so richtig hineinpasst in die raue Welt der Bundesliga. Seit ein paar Jahren ist alles neu. Blitzsauber irgendwie. Irgendwie auch sehr deutsch. Es ist das Werk von Dietmar Hopp. Und wer ist eigentlich dieser Dietmar Hopp? Ein sehr angenehmer Mensch, ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Und jede Gespräche mit ihm sind ein Vergnügen, weil er ja sehr weitsichtig ist und oft auch über den Horizont hinausschaut. Hört man sich um, hört man viel. Vor allem Positives. Also es ist halt ein Erfolgsmensch. Er will halt das, was er anfängt, das will er halt da richtig machen. Und nicht so waschi-waschi. Er sagt, wenn man geben kann, dann sollte man es tun. Und er gehört, denke ich, zu denen, die gerne geben und die häufig geben. Das kommt der ganzen Region zugute. Dietmar Hopp, Selfmade Milliardär. Ehemaliger Stammspieler in der Kreisliga mit Herz für Größeres. Einer, der die Welt des Fußballs in die Provinz brachte. Es ist völlig vermessen, davon zu sprechen, dass jedem es klar war, wo wir heute sind. Es war eine ganz spannende Vision, die Dietmar Hopp hatte und uns vermitteln konnte. Und wir haben einfach daran geglaubt, dass wir irgendwann mal es schaffen könnten, mit dieser Infrastruktur, mit den Möglichkeiten und vor allem mit Herrn Hopp zusammen sozusagen die Bundesliga zu erobern. Mit Holger Stanislawski haben Sie einen neuen Trainer nach Hoffenheim geholt. Gehen Sie mal davon aus, ohne Hopp wäre der nicht hier. Aber ohne Hopp gäbe es auch dieses Hospiz nicht. Hopp will und gibt viel. Das hier ist eines der schönsten Häuser auf der ganzen Welt. Über 250 Millionen hat die Dietmar Hopp Stiftung mittlerweile investiert. Und zwar sinnvoll. Er ist sozusagen der Chef im Ring, wo er einfach hingreift und sagt, das ist mir ein besonderes Herzensanliegen, das möchte ich gerne unterstützen. Und so geschehen zum Beispiel beim Hospiz in Wiesloch, was die Dietmar Hopp Stiftung ja errichtet hat. Und eines unserer größten Förderprojekte im Bereich Sozialen, das ist seine Entscheidung, die, wie er selber sagt, auch maßgeblich von seiner Frau mit beeinflusst ist. Champions League oder Deutscher Meister, und das machen wir hier noch ein paar Ziele.
Dietmar Hopp ist ein sehr bodenständiger Mensch, der hier ganz klar seine Heimat hat, sich hier wohlfühlt, sich hier in dem Bereich einfach bewegt und auch, glaube ich, sehr viel Freude daran hat, einfach Spaß am Stiften und am Unterstützen seiner Region und der Menschen, die er hier kennt, hat. Der gute Mensch von Sinsheim. Vieles, was er tut, wird kritisch beäugt. Aber fragt man die Menschen in der Region, hört man viel. Eigentlich nur Gutes. Ich glaube eigentlich nicht, dass sie es machen, um was zurückzubekommen. Dass sie wohltätig sind zum Beispiel, dass sie Altenheim oder Hospize und sowas unterstützen. Aber ist es trotzdem auf der anderen Seite etwas, das sie schon berührt, wenn sie spüren, dass die Menschen ihnen trotzdem was zurückgeben, auch wenn sie es eigentlich nicht einfordern? Ja, es ist ja so, dass ich als wohlhabender Mensch mir überlegt habe, ich habe eine soziale Verpflichtung. Ich bin zu übermäßigem Reichtum gekommen, durch viel Glück, durch diese Gesellschaft. Und diese Gesellschaft hat an ganz vielen Stellen Bedarf an finanzieller Unterstützung. Und dann habe ich mir vorgenommen, dieser Gesellschaft etwas zurückzugeben. Dass ich bei diesem Rückgeben wiederum Dank ernte, ist eine schöne Sache. Aber ich würde es auch machen, wenn ich keinen Dank dafür bekommen würde. Warum gibt es so wenige von den sogenannten Superreichen, die das genauso machen wie Sie? Es gibt ja so dieses Sprichwort, Geld verdirbt den Charakter. Bei Ihnen ist das ja offensichtlich nicht so. Aber es gibt wenige, die mir jetzt einfallen würden, Beispiele, bei denen das so prägnant ist wie bei Ihnen. Woran liegt das? Es ist schon ein bisschen verwunderlich, wenn man Deutschland vergleicht mit USA. Da gibt es sehr viel mehr Menschen, die bereit sind zu teilen mit der Gesellschaft. Und in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass es Menschen gibt, die gibt es ja auch bei mir, die sagen, der hat's ja und der kann das. Viele sagen, ich will gar nicht zeigen, dass ich's habe und verstecken sich dann lieber. Wenn die Mentalität ein bisschen anders wäre bei uns, ich glaube, dann würden mehr Menschen noch bereit sein, tatsächlich auch zu stiften. Also darf ich das als Appell an alle Superreichen dieses Landes verstehen? Das dürfen Sie, ja. Tut was, Leute. Tut was. Ich habe einen sehr netten Satz gelesen von Ihnen. Sie haben gesagt, schon mit 8 hatte ich mehr im Geldbeutel als die anderen. Das stimmt. Was haben Sie gemacht? Im- und Export von Legosteinen? Oder? Ach, ich habe alles Mögliche gemacht. In der Nachkriegszeit war Schneckensammeln zum Beispiel in Schnecken. Da gab es Weinbergschnecken. Lothar Matthäus sammelt auch Schnecken, ich wollte es gerade sagen. Nicht die Roten. Da gab es eine Sammelstelle in der Zeit im Frühjahr, wenn die Schnecken gekrochen sind. Und da bin ich halt raus und ich habe irgendwo das Gespür gehabt, wo man die meisten Schnecken findet. Da habe ich Geld verdient. Ich habe Geld damit verdient, dass ich bei den Bauern gearbeitet habe. Ich habe irgendwie immer das Ziel gehabt, Geld zu besitzen. Das war auch ein bisschen geprägt von meiner Mutter, die wirklich sehr, sehr sparen musste mit 4 Kindern in der Nachkriegszeit, einem Mann, der keine Beschäftigung damals hatte. Und ich weiß noch, die hat ihr Haushaltsbuch geführt und hat pfenniggenau das alles abgerechnet. Und wenn 2 Pfennige gefehlt haben, dann hat sie gesucht, bis sie es gefunden hatte. Konnte sie die ganze Zeit. Da bin ich geprägt worden. Und dann habe dann irgendwann später mal zu ihr gesagt, Mutter, ich werde mal Millionär. Ja. Da haben Sie leicht geschwindelt, weil Sie sind ja Milliardär geworden. Das wusste ich ja nicht, dass das passieren wird. So, und interessant ist natürlich auch die Motivation, die man hat, sich so einen Weg dann auch anzudrehen. Sie haben ein Unternehmen da mit 40.000 Mitarbeitern aufgebaut, eigentlich innerhalb relativ kurzer Zeit, knapp 2 Jahrzehnten. Was war Ihre Motivation? Ist es wirklich das Geld, dass man sagt, man will reich werden? Oder ist es das, weil man eine Idee hat, eine Vision hat, weil man getriebener ist? Was ist der Grund? Na gut, das war zu jenem Zeitpunkt, wenn ich zurückdenke, Anfang der 70er Jahre. Ich war bei IBM beschäftigt und wir haben
bei unseren Kunden, die wir betreut haben von IBM aus, immer wieder das Gleiche gemacht. Programme geschrieben für die, für einfache Dinge wie Lohn- und Gehaltsabrechnung, was ja auch komplexe Ecken hat. Und da habe ich damals innerhalb der IBM angeregt, man möge das doch zum Standardprogramm machen. Ich wäre bereit gewesen, auch mit den Partnern, die dann gemeinsam mit mir gegangen sind, das bei der IBM zu machen. Aber es war halt so, in die Zentrale hat eine dezentrale Stelle, damals Niederlassung Mannheim, nur Leute geschickt, die sie selber nicht haben wollten. Und sowas kann man nur in der Zentrale entwickeln. Ich habe gesehen, wir werden verheizt, dort und dort und dort, immer ein bisschen. Aber das große Ziel war gewesen, ein System zu entwickeln, dass es mal eine Größenordnung erreicht, wie das heute bei der SAP ist. Das haben wir nie gedacht. Aber ein umfassendes System für Industriebetriebe, für Handelsbetriebe zu entwickeln. Das war eine Vision gewesen, die haben wir dann, da haben wir uns dann entschlossen, die zu versuchen, selbstständig zu realisieren. Startgeld gab es keines, aber wir hatten sehr viele Kunden, die uns vertraut haben, die uns ihre Computer zur Verfügung gestellt haben und die letztlich die Produkte, das Produkt ist ja nicht über Nacht entstanden, sondern sukzessive auch bezahlt haben dann, wenn sie unsere Produkte eingesetzt haben. Wir haben also mit viel Ehrgeiz, mit viel Energie an dieser Vision gearbeitet, dass sie so reich belohnt wird, das Ergebnis, daran hat keiner von uns gedacht. Ja, wobei Ihr Leben ist ja durchaus von reichen Belohnungen geprägt. Ich habe mal ein Foto ausgesucht, das müsste so aus Ihrer Jugendzeit sein. Sie sagen ja immer ganz gerne, Sie wären der erste Profi quasi in der Geschichte gewesen, der TSG Hoffenheim. Wir sehen hier auf dem Foto, ich weiß nicht, ob wir das mal ganz kurz zeigen können, wie Sie emsig an einer Leberwurstbüchse knabbern. Was es damit auf sich hat in 34 Sekunden im Audi Star Talk.